Hallöchen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Antwerpen und wir haben schon einen kleinen Stopp eingelegt in Belgien zum Frühstücken. Und hier kommt schon der erste Tipp für euch, wenn ihr in Belgien seid. Schaut mal hier, ich habe hier ein Brötchen. Da ist Filet Amerikan drauf. Ein Filet Amerikan ist ein Rindertatar, was aber noch mit verschiedenen Soßen wie Ketchup, Tomatenmark, Senf, Worcestershire-Soße und sowas verfeinert wird. Und es ist mega lecker. Willst du noch was sagen? Nö. Guckt euch mal dieses Schokocroissant an. Das ist dick gefüllt mit Vanillepudding. Geil, wir freuen uns schon so auf Antwerpen. Wir haben einen Tipp für euch, wenn ihr in Antwerpen seid und in dem Hafengebiet seid. Auf dem Museum An der Strom kann man kostenlos mit dem Rolltreppen hochfahren und man hat eine wunderbare Aussicht auf Antwerpen. Antwerpen ist die zweitgrößte Stadt Belgiens und hat neben einer beeindruckenden Architektur vor allem auch kulturell und gastronomisch eine Menge zu bieten. Ja. Wir wollten uns auf den Weg machen und Antwerpen ein bisschen erkunden, aber das Wetter ist echt miserabel. So macht ein Städtetrip nicht ganz so viel Spaß. Es regnet, es ist sehr, sehr windig. Und mal gucken, wir machen das Beste raus. Vielleicht wird daraus einfach eine Kneipen- und Bartour. Wir lassen uns überraschen. Wäre auch nicht so schlimm. Das Metro- und Straßenbahnnetz ist sehr übersichtlich und eignet sich perfekt, um die Stadt zu erkunden. Gerade in der Diamantenstraße in Antwerpen und hier gibt es ganz viele Geschäfte, wo man hübschen Schmuck kaufen kann und Marc kauft mir jetzt gleich ein paar Goldringe. Und zu erwähnen ist doch, dass die größte, ja, also der größte Bereich, wo man Diamanten kaufen kann, der Welt, soweit wir wissen, oder? So flächenmäßig meinst du? Ja. Okay. Also wenn man Diamanten kaufen will, kommt nach Antwerpen. Der Bahnhof Antwerpens ist ein echtes Highlight und sollte auf keinem Städtetrip fehlen. Ja, ihr Lieben,
Wir haben uns wirklich auf den Städtetrip in Antwerpen gefreut und wir wollten euch so gut es geht mitnehmen. Wir haben uns richtig viele Spots rausgesucht, die wir entdecken wollten. Zeigt euch mal wie viele. Die ganzen grünen Dinger. Das sind alles so Spots, die wir entdecken wollten, aber das Wetter ist echt extremst scheiße. Also es regnet sehr, sehr stark, sehr viel, es ist sehr windig. Ja, und so sind wir wieder in einer Bar gestrandet. Ja. Ist jetzt aber auch nicht das Schlechteste. Also ich meine, Antwerpen ist trotzdem schön und so kommen wir halt irgendwann wieder. Ja, und jetzt gleich werden wir wahrscheinlich in die nächste Bar landen, also wird es wahrscheinlich eher so eine kleine Kneipentour durch Antwerpen werden. So ihr Lieben, ihr habt es gesehen, leider war das Wetter nicht ganz so toll während unseres Städtetrips durch Antwerpen. Normalerweise haben wir immer Rückenwetter, ne? Ja, eigentlich, wenn wir immer reisen, wie Marks Oma immer so schön sagt, wenn Engel reisen. Und das hat sich bis jetzt auch eigentlich immer bewährt. Allerdings war irgendwie in Antwerpen was anders. Ja, als wir ankamen, hatten wir ca. 2 Stunden Sonnenschein und da dachten wir schon, wow, es wird richtig cooles Wetter für einen Städtetrip. Obwohl eigentlich Regen angesagt war. Obwohl Regen angesagt war und nach diesen 2 Stunden war es dann vorbei. Es war regnerisch, stürmisch. Am nächsten Morgen war es auch nochmal für ca. 2 Stunden in Ordnung und dann hat es wieder angefangen zu regnen und zu stürmen. Also für einen Städtetrip nicht ganz optimal. Dennoch haben wir gesehen, dass Antwerpen eine schöne Stadt ist. Wir konnten natürlich nicht alle Spots, die wir besuchen wollten, abklappern. Müssen wir einfach nochmal wiederkommen, ne? Definitiv. Also wir haben die regenfreien Minuten genutzt und sind dann immer sofort raus. Und haben das gesehen, was halt möglich war in den paar Minuten. Und konnten halt wirklich sehen, dass Antwerpen eine wunderschöne Stadt ist. Und wir denken, wenn es nicht regnet, dann kann man da echt eine gute Zeit haben. Ja. Und ja, die Zeit, wo es geregnet hat, haben wir meistens in den Bars verbracht. Da hat Antwerpen viel zu bieten, auch kulinarisch. Und da werden wir euch... War jetzt auch nicht das Schlechteste, ne? Nö. Konnten wir uns mit arrangieren. Und werden wir euch dann in den nächsten Videos zeigen. Und zwar haben wir 3 Food-Tipps für euch für Antwerpen und ein Bier-Tasting in einer wunderbaren Bar. Ihr dürft euch freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, ne? Tschüssi. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir befinden uns hier gerade am Grote Markt und trotz des Regenwetters sieht es hier mega... Wir befinden uns hier gerade am Grote Markt und trotz des Wir befinden uns hier gerade am Grote Markt und trotz des Regenwetters sieht es hier mega...